Also wenn ihr Dungeon macht, ja, in Tarisland, ist oftmals die Möglichkeit, dass ihr sehr viele Bots dabei habt. Ja, das sind ganz normale Mobile-Games, das gibt es auch in Wild Rift zum Beispiel. Dass ihr auf den unteren Rängen sehr viel mit Bots spielt, weil sonst die Games zu lange dauern aufzugehen, ne? In Tarisland ist es oft so, dass es halt Tank und Healer sind, so wie ihr auch. Und das erkennt ihr normalerweise, dass die Bots, die haben keinen Titel, so wie die hier Vorhaut haben die als Titel. Das sind die beiden, der Tank oder Healer. Ja. Und die laufen immer so ganz weirde, so ein ganz weirdes Move und Set. Seht ihr auch, wie die sich bewegen, ne? Und noch ein Punkt, woran ihr erkennt, dass ihr mit Bots zusammenspielt. Wenn ihr hier auf die Leiste geht, die Bots sind immer das Mindestlevel für den Dungeon. Das müsste hier 32 sein, richtig? Ist das Level. Die sind 32. Die sind ein Level unter dem Mindestlevel, tatsächlich. Und ihr könnt sie nicht betrachten. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel raufgehe, kann ich Info ansehen machen. Ich kann mir diesen Char anschauen. Wenn ich aber bei dem Bot raufgehe, öffnet sich kein Fenster bei den beiden. Bei mir, ich kann die verlassen, ich kann hier den angucken. Den kann ich angucken. Und die beiden nicht. Das sind dann im Endeffekt die Bots. Diese reinnehmen zum Auffüllen, damit es nicht zu lange dauert, um eine Gruppe zu öffnen. Was natürlich Sinn macht. Das ist ja ein Mobile-Game und wenn ihr auf Mobile spielt, wollt ihr ja nicht 10 Minuten warten, bis euer Dungeon aufgeht. Deswegen wird halt mit Bots aufgeführt. Was ich, wie gesagt, okay finde. Ist jetzt nicht so tragisch. Und ihr seht, die laufen ja ein bisschen weird. Die laufen so. Und hier so um die Seite reit. Und die sind tatsächlich einfach vom Game mit reingepackt. Ne? Aber so erkennt ihr die. Ja, keine Gilde, kein Titel. Ihr könnt sie nicht betrachten. Sie haben immer dieses Mindestlevel. Sind viele Bots in dem Game? Bei Lost Ark ist das schlimm. Ne, die Bots sind gewollte Bots. Ja, das sind jetzt keine Bots, die Gold farmen oder so. Nicht wie in Lost Ark oder in WoW. Das sind einfach Bots, die mit dir mit zusammenspielen, damit du nicht zu lange warten musst auf Dungeon, wenn es zu wenig Spieler gibt. Damit du auf Mobile, also ich meine, wenn du auf dem PC bist, ist es nicht schlimm, 5 Minuten zu warten. Aber wenn du auf Mobile bist, du sitzt in der Bahn und willst ein Game machen oder einen Dungeon laufen, da willst du nicht warten. Du hast keine Zeit, deswegen werden da Bots mit reingepackt. Und die Bots sind gewollt vom Spiel. Ne? Also das sind gute Bots. Richtig? Ich glaube, ich muss diese Biene töten. Aber das Gute ist, die Bots spielen immer alle Mechanics. Das ist das Schöne daran. Also eigentlich hat es einen Vorteil, wenn du Bots in deiner Gruppe hast. Das Ding ist halt hier mit... Ich würde am liebsten nur mit Bots gehen. Ich muss sagen, sowas würde ich für WoW, das kommt jetzt ja. In WoW fände ich das geil. Wenn du jetzt, sage ich mal, ein neuer Spieler bist und du willst alle Dungeons und so machen, dass du die Gruppe mit Bots füllen kannst. Und das kommt jetzt ja in WoW rein. Ne? Du kannst dir mehr Zeit lassen, du hast keinen Stress und so weiter. Ich glaube, Goldfarm, also Goldbots gibt es ja nicht, weil du nicht wirklich Gold traden kannst zwischen deinen Chars. Ich glaube, es gibt keine Möglichkeit, dass ich jetzt mein Char Gold rüberbringe, oder? Höchstens irgendwie mit einem... Höchstens, wenn ich mit dem... Ah doch, es würde schon gehen. Wenn ich mit dem das ins Ahar stelle... Oder ein Item ins Ahar stelle und der andere kauft es raus, dann vielleicht. WoW bringt Solo-Dungeon. Gibt es schon, ja. Da hast du 4 Leute, die mit dir den Dungeon laufen. Ja. Also kannst du auswählen. Ne? Du wirst nicht gezwungen, mit Bots zu laufen. Aber du kannst sagen, ich möchte den Dungeon gerne alleine machen. Und dann hast du hier die NPCs mit dabei. Die du auch im Starter... Du hast ja dieses Startgebiet in WoW, das neue. Und da sind ja einige NPCs. Und dann kannst du dir entscheiden und auch die NPCs kontrollieren. Du kannst sagen, jo, bitte geht nach vorne NPCs, bitte chillt hinten und so weiter. Und das gibt es nur für Dragonflight Dungeon, glaube ich, aber das wollen sie ausweiten. Finde ich aber geil. Für einen Anfänger, der vielleicht die Dungeon auch ein bisschen durchschauen möchte und entdecken will, ist das eine coole Möglichkeit. Und hier, wie gesagt, wird es einfach reingestackt. Und ich glaube, in WoW ist es auch nur für die Level-Dungeon, right? Also Mythic Plus und so kannst du damit nicht machen, natürlich. Das geht da natürlich nicht.
Na, es kommt auf Reader WoW, kommen jetzt ja zum Beispiel auch Delves. Was so eine Art Dungeon sind, die wirklich auf Singleplayer ausgelegt sind. Also, Blizzard hat entdeckt oder gemerkt, dass der Großteil ihrer Spieler, ne, gar kein Multicontent machen. Die meisten spielen alleine. Also sehr viele. Nicht die meisten, aber sehr, sehr viele. Die spielen nur alleine. In WoW. Und für die Leute macht es halt Sinn, sowas reinzubringen. Und dass die trotzdem den Content mitentdecken können. Weil ich gewöhnungsbedürftig in Tarsan finde, dass du Buttons mehr. Ich drücke nur eine Taste hier. Ich drücke nur die 1. Es gibt ja die Funktion, dass du dir deine perfekte Combo reinpacken kannst, dann drückst du eine Taste. Liegt aber auch daran, dass es nicht viele Fähigkeiten gibt. Ne? Und das liegt daran, dass das Game halt ein Mobile-Game ist. Mach mal ein Mobile-MMO mit irgendwie 20 Fähigkeiten. Das wird keinen Sinn ergeben. Deswegen ist das schön einfach gehalten. Ne? Mit 3, 4 Fähigkeiten, die du automatisieren kannst. Und dann ist sogar noch gut, in vielen anderen Mobile-MMOs ist es so, da wird alles automatisiert. Du drückst eine Taste, der läuft den Dungeon für dich alleine. Ne? Das ist hier sogar noch... Da musst du sogar noch viel machen hier. Wo kann man die Fähigkeiten automatisieren? Du gehst auf Gameplay. Nee, du gehst auf Character. Kann ich das nur draußen machen? Nee, hier. Entwicklung, Fertigkeit. Und dann geht es auf Hilfestellung. Und hier habe ich zum Beispiel dieses Ding drin. Ich habe ja 2 Werte. Und die beiden Werte müssen immer hochgebracht werden, damit ich meine ultimative Fähigkeit nutzen kann, sage ich mal. Diese Superfähigkeit. Und er nutzt die erste Fähigkeit, wenn ich über 30 Vernunft habe. Das used er, wenn ich das nicht habe. Also je nachdem, welche Seite höher ist, used er die andere Fähigkeit. Und wenn ich genug habe, used er dann die dicke Fähigkeit. Ne? Wenn ich das nicht habe, beides von denen, dann use da wieder die anderen. Und da kannst du dich jetzt einstellen. Oh, warte mal, ich habe Akku gezogen oder so, ne? Oh, unser Tank ist gestorben. Unser Bot-Tank. Ich habe auch nicht aufgepasst. Unser Bot-Tank ist leider gestorben. Deswegen habe ich Akku gehabt. Und ich glaube, das gibt es in den meisten. Also jede Klasse müsste das drin haben. Dass du halt die Klicks extrem reduzieren kannst. Ne? Und er benutzt halt trotzdem eine sehr gute Combo. Oh, einer ist rausgelieft. Einer ist rausgelieft, weil der Boss gewiped ist. Teammitglied verweigert Spielersuche. Was? Spielersuche. Teammitglied verweigert Spielersuche. Und nu? Bewerbungsliste keiner. Jetzt können wir nicht mehr weitermachen, oder? Ich pull einfach mal einen Boss. Ihr seht, die Bots machen nichts. Aber wenn ich vorlaufe an Boss, gehen sie Bots rein. Ne? Normalerweise bleiben sie nur stehen, bis du selber mit reingehst. Okay, der ist direkt geone-shottet worden irgendwie. Mal gucken, ob es jetzt klappt. Mit dem hier. Ich weiß nicht, wie unser Bot-Tank gestorben ist tatsächlich. Ich dachte, die sind so gemacht, dass sie nicht sterben können, die Bots. Pilze töten. Ich darf halt nicht an den Pilz ran, oder? Achso, ich krieg wieder Energieling. Pilz down, sehr schön. Ich glaube, das Problem ist, dass der Tank auf diesen Pilz gegangen ist. Er wird zum Berserker. Hm? Stoß. Oh, dann hat er gegessen. Und dann keine Healing mehr gekriegt. Halt. Heile dich. Ich heile mich. Delphil. Boah, haut Danika, liegt da noch. Jetzt macht er Pilz. Pilz erschaffen.
Ah, ich habe meinen Cooldown bereit. Bam. Guter Crit. Und wieder zurück. Also ich weiß nicht, was gerade passiert ist. Wahrscheinlich hat niemand den Pilz getötet. Ich kann mir vorstellen, niemand ist aus dem Pilz gegangen. Und dann hat der Pilz halt die Heilung vom Tank reduziert. Irgendwie sowas. Wahrscheinlich. Ultimate. Ups. Oh. Dodgen wir. Meine Ulti hat, ich muss auf jeden Fall daher. Mist. Ja, meine Ulti hatte sehr wenig Uptime jetzt. Ne? Der geht auf mich. Er jockelt einfach mit dem Polo. Guck mal, das ist ein Problem, wenn der Tank hier reinläuft, der Tankbot, kriegt er kein Healing mehr. Und dann wird er sterben. Ich glaube, das war gerade ein Problem. Aber wir haben es. Sehr schön. Good job, liebe Bots. We did it. Naja, und so könnt ihr Bots erkennen auf jeden Fall. Ne?